Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Wir zerstören Planeten. Ja. Kaputt machen. Wir erkunden natürlich nur Planeten. Und wir gehen jetzt diesen Weg hier weiter. Der Weg in die Ungewissheit dieses Planeten. Naja, hat sich ja nicht so gelohnt. Das willst du nicht spielen, oder? Nein, das willst du doch nicht. Das willst du nicht, oder? Das willst du? Was? Was bist du? Es bewegt sich. Das ist ein Schleimkubus. Was ist dieser Schleimkubus? Hallo. Na? Hallo, ich bin auf eure Geusche. Hallo. Ich finde das so krass, was die für riesige Augen haben, ne? Und vielleicht man sie als Ball nutzen kann. Nice. Okay. Oh. Ist das jetzt gut, dass der da unten rumeiert? Wait, geht's da noch weiter? Nee. Das ist wirklich nur das Ding. Oh, hi. Ah. Seems impervious to damage, but there's definitely something trapped inside. Oh! Der Platz! Und die Droplane-Legion! WTF? Cool! Ich wusste gar nicht, dass er die Dinger aufsammelt. Ja, die zweite direkt. Ja, klar. Ich habe gerade etwas gemerkt. Hä? Ich konnte irgendwie ausweichen eben. Mit Shift und... Hä? Wie mache ich das denn? Hä? Ah, lol! Ah, ich hinterlasse nur ganz wenig.
Ja, okay, das erleichtert mir natürlich einiges. Ich muss Shift gedrückt halten und einfach... ich muss Laufen gedrückt halten. Aber nach vorne kann ich nicht. Okay. Nice Geheimnis. Ja, okay, hier ist ein Weg. Aber ich war noch nicht hier fertig. Moin, habe ich hier irgendwas, was ich sehen kann? Da sehe ich was. Und da sehe ich was. Da sehe ich auch was. Wir sind jetzt wieder. Gut. 28 haben wir jetzt. Weiß nicht, ob das ein guter Schnitt ist, aber. Was? Ah, hier werden wir hochgekommen. Ah, alles klar. Okay, wir haben eine Abkürzung genommen. Treffen sollte man auch können. Da ist, glaube ich, nichts. Ich glaube, wir waren schon richtig. Also klar, hier unten geht es theoretisch auch noch hin. Aber das sind so Säuregranaten oder sowas sind das. Habe ich, glaube ich, schon mal was von gehört oder gesehen. Oh, guck mal, wie viel Loot da ist. Guck mal, wie viel Loot da ist. Acid. Good for corpse creation and disposal. You won't be able to hold on to it for long without an upgrade. Though, if you gather some data, Kindred might approve one. That upgrade would be very useful indeed. I have sent a request to Kindred, but we have yet to locate the required resources on this planet. Stay tuned. Oh, cool. Ja. Können wir, wenn wir da runter gehen, wieder zurück? Ist das möglich? Wenn wir hier runter gehen? Hier ist ja so eine Plattform. Oh oh. Ja, wir können wieder hier hoch. Okay, das ist kein Problem. Na dann, Geronimo! Aber können wir von da unten nach hier oben? Sehen. Okay, Giftgranaten, aber wofür brauche ich die? Da oben ist eine Höhle. Flumm. Da ist was. Wie kommt man denn da hin? Da sehe ich auf jeden Fall was. Ja, und hier hoch. Nein, ich wollte nicht runter. Scheiße. Ach, fuck. Da kommen wir nicht mehr hoch. Scheiße. Wie komme ich denn da hin? Das ist eine Kristallhöhle auf jeden Fall. Ach, man. Jetzt kann ich nicht mehr da hoch. Das nervt jetzt. Ja, nee, ich komme da nicht hoch. Ach, Menomi. Ja, nice Geheimnis. Komm ich aber auch nicht hoch. Höchstens mit Chitoritis. Chitoritis? Okay, ja, ja. Nein, 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 nein. Ah.
von hier unten kommt man halt dahin, aber wie komme ich jetzt wieder zurück? Waren wir in der Höhle schon drin? Nur mal so nebenbei, habe ich das... Habe ich die Höhle hier unten gemacht? Ja, die habe ich gemacht. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, in die eine Höhle hier gegangen zu sein. Stimmt. Hi. Ja, hier waren wir drin. Ich musste hier lang, glaube ich. Hier lang und dann nach oben irgendwie. Oh cool, so kann man gut Ausdauer sparen. Wenn man immer nur kurz Shift und dann springen drückt. Stimmt, hier sind wir auch noch nicht lang gegangen. Das spare ich mir für nächstes Mal, wenn wir hier mit dem Teleporter unterwegs sind. Ich glaube aber, hier war sowieso noch was, was wir erkunden wollten. Nein. Nicht da. Hi. Tschüss. Komm ich da hin? Der Sprung ist richtig weit. Giranipo! Nein! Ich hätte es auch schaffen können. Ich hätte es ja auch schaffen können. Leute, ich habe gerade 3 Millionen Silizium erhalten, oder? Das bringt mir nichts, wenn ich hier weitergehe. Stimmt. Das bringt nichts. Ich muss wieder ganz nach oben. Problem ist nur, ich muss wieder jetzt den ganzen scheiß Weg gehen, ne? Oh, das ist nervig. Ne, warte, ich muss nicht den scheiß Weg gehen. Ja, was machst du denn? So.
hätte ja auch klappen können, aber naja. Wenigstens habe ich jetzt die Ressourcen da unten. So, Boot, Banker sind wir jetzt. Wait. Ich werde es auch wahrscheinlich nicht schaffen. Ja, okay. Hätte ich das mal vorher gewusst. Ich weiß genau unter mir ist diese Höhle, ne? Genau unter mir ist das. Ich weiß nicht, ob man das timen könnte, dass man da irgendwie hinkommt. Teleporter. Da hinten. Gut. Ja. Ne, da wäre ich niemals hingekommen. Vielleicht schon. Aber naja. Was ist das denn da? Hey. Was bist du denn? Hier ist noch ein Weg. Aber da komme ich nicht dran, oder? Vor allem habe ich nicht genug von diesen Samen wahrscheinlich. Ah, so, ne. Das kann ich von oben vielleicht machen. Nur mal Greifersamen? Nö, nur Bindegalle. Kommen wir nicht hin, ne? Ich würde sagen, good news! Kid is happy with your work so far, and they've decided to reward you with more work. Because capitalism. They've sent along some experiments, which you can tackle at your leisure. They've also added a brand new live sample tool to your 3D printer at no extra cost. Who says Kindred doesn't love you? Nice video. Tweet anniversary. Happy Intersolar Kindred Day! With so many happy explorers rummaging around in outer space, we thought it would be nice to remind you that Kindred Aerospace is now 25 years old! While our business has evolved, our values have not. We are still dedicated to the preservation and promotion of humanity throughout the universe. Earth is lovely, but we must continue to spread if we are to survive any of a multitude of catastrophes that could befall us. If we can only continue to find new planets, we can continue to grow, unhindered by concepts of finality or scarcity. The Earth is finite. The universe is infinite.
Which is why it's not only a party for Kindred, it's a party for you! Let's get spaced out together! Let's get spaced out together, yeah. Frontier. Ja. Was haben wir denn? Weapon? Können wir nichts machen. Gegenstände? Will ich. Das können wir schon mal machen. Ich will die machen, aber ich kann sie nicht machen. Oh! Lebenprobenehmer. Ermöglicht die Entnahme einer Probe von lebendem Gewebe. Amazing! Remember, completing your new science experiments will increase your rank, and increasing your rank will unlock all kinds of new tools. Hurrah for progress! Aha. Ah ja, wir sind Feldforscher. Was? Oh. Magnet für kostbares Zeug. Nie wieder Beute von den letzten. Jede Nahe in deinem unglaublichen Radius. Oh. Dreifachdüsen. Visier könnten wir auch noch upgraden. Ja, komm, wir haben so viel Alien gegeben. Upgrade complete. Wie dann auch immer alle klatschen. Hey, Waffe. Schlagschuss. Fortgeschrittener Akku 2, ja, verbesserter Schaden 2, ja. Ja. Bombenbooster-Generator. Größere Explosion, stärkere Explosion. Wir können nichts mehr upgraden. Wir haben alles. Ja. Was habe ich da gesehen? Orange Schleimdetektor. Alien-Legierung-Detektor. Warum? Ich will mehr. Ich will mehr. Da muss ich hin? Warum muss ich da hin? Ich muss doch hier. Ich geh auch hier hin. Ambient temperature 92 degrees. Bioscience nominal. Bioscience nominal. Ich wollte jetzt hier hochgehen. Ich wollte da hoch. Nebenproben nehmen. Kotzer. Ja, okay. Kann ja noch nicht Schaden zufügen, okay. Boah, es ist ekelhaft. Jetzt einfach hier hoch. Also hier unten ist übrigens noch dieses Secret, stimmt. Ich weiß aber nicht, wo genau das ist. Da geht's weiter, aber von wo geht's dann weiter? Das ist noch die Frage. Naja. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt ab hier hoch. Moin. Ist hier noch jemand versteckt? Ja, ist es. Okay. Ein bisschen Ressourcen. Oh, von dem Ding müssen wir wahrscheinlich auch so eine Lebensprobe nehmen oder so. Hopp.
Hallo. Hallo, ihr kleinen Kotzviecher. Bah, das regnet genau über uns. Ja, natürlich. Nein, 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 nein. Das war knapp. So, direkt hier oben drauf. Da könnten wir weitergehen. Da müssen wir auch weitergehen. Hallo. Aha. Lol, da ist noch ein Geheimweg. Ah, guck mal, wo wir sind. Lol. Hab ich im Augenwinkel gerade so gesehen. Boah, mit diesen Maden da auch noch so. Oh. Ah, hier hätte man eigentlich hochkommen müssen. Alles klar. Oh. Komm ich da wieder rüber? Ja, ne? Ja. Einfach so fette Kotzstrahlen machen, das ist unfassbar. Na, dich habe ich gesehen, keine Sorge. Plomp. Gesundheit und Ausdauer verbessert. Nice. Ja, okay. Fangen die gleichzeitig an? Ein bisschen später, okay. Legierung. Geschenkt? Einfach so? Oh. Okay. Das gönne ich mir. Wo geht's da schon? Ah, da oben ist was. Da ist eine Bombentür oder sowas. Haben wir natürlich. Nicht. Hier ist auch nichts mehr. Appears to be an alien feces, and your first instinct is to just pick it right up. I mean, I think we could use it as a sort of natural adhesive, so I guess we're flinging poop now? Wie, feces. Wo hab ich feces? Wo? Wo sind denn feces? These plants can't properly pollinate without a grapple seed. Aha. Wie komme ich wieder nach da? Aber da bringt mir das gar nichts. Ja, da ist noch was. Ah, guck mal, da kommt man gleich hoch. Irgendwie. Dann kommt man da rüber. Wahrscheinlich. So muss es einfach sein. Okay. Ja, die Frage ist, ob wir da hoch können. Ich würde mal sagen, nicht. Au. Who?
ich bin schon mal hochgekommen. Ach so, lol. Na gut, dass man nach da muss, war, wusste ich ja auch nicht. Ja, natürlich ist da ein Schleim hier drin, aber ich kann nicht schreien, weil hier scheiß Bomben sind. Okay, und was jetzt? Wo soll ich denn von hier aus hin? So? Ich glaube, ich muss hier runterspringen, ne? Ich glaube, ich muss hier runter, weil dahin runter bringt mir nichts. Da war ich schon. Ja, es bringt mir jetzt höchstens was, wenn ich noch wenigstens hier drauf gehen würde. Vielleicht ist da ja noch was. Vielleicht. Und danach sind wir hier mit diesem Gebiet eigentlich durch. Und dann gehen wir zu dem Typen und holen eine Lebenprobe. Alter. Hier ist rein gar nichts. Das ist schön. Ja gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und ja, wir hören uns in uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss!